Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Ich bin gerade in Hannover und habe hier den Alex von Nobufil mit bei mir. Und heute werden wir uns mal angucken, was denn Nobufil überhaupt ist. Hallo Alex. Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann. Schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wenn man es ansieht. Alex, magst du mal ganz kurz den Zuschauern erklären, die euch nicht kennen, was denn Nobufil jetzt überhaupt ist und was ihr macht? Ja, also Nobufil, wir sind Hersteller von Filamenten aus recycelten Kunststoffen. Unsere Geschichte ist eigentlich die, wir kommen eigentlich vom Recycling zum 3D-Druck und nicht vom 3D-Druck zum Recycling. Das heißt, wir haben in Krems an der Donau in Österreich einige Anlagen zum Aufbereiten von postindustriellen Produktionsabfällen, das heißt Extrusion, Spritzguss, das, was halt bei der Produktion an Ausschussteilen, Fehlteilen anfällt, die arbeiten wir wieder auf, modifizieren die und machen aus diesen Ausgangsmaterialien Granulat oder Material mit definierten technischen Eigenschaften. Okay. Das machen wir jetzt schon seit einigen Jahren und vor 3 Jahren, 4 Jahren haben wir mal begonnen, uns darüber Gedanken zu machen, ob es denn nicht Sinn machen würde, bei unserem Standort aus dem Material, das wir produzieren, also aus dem Granulat, irgendwo in der Wertschöpfungskette noch etwas anderes zu machen. Das heißt, dass wir direkt bei uns vor Ort aus dem Material noch irgendetwas machen, anstatt jetzt nur Granulat zu verkaufen. Und da haben wir uns überlegt, ob wir irgendwelche Halbzeuge, also Folien oder Platten oder Stäbe, also irgendwelche Halbzeuge zur mechanischen Weiterverarbeitung oder ja, Filament für 3D-Druck war auch so ein Thema. Und dann haben wir eigentlich uns überhaupt mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Das heißt, wir waren komplette Noobs, was 3D-Druck betroffen hat, hatten hin und wieder mal einen Drucker gesehen. Das war es eigentlich. Ne? Und dann haben wir irgendwann mal begonnen, mal zu testen, was kann das Material, lässt sich daraus Filament ziehen, lässt sich das verdrucken. Und dann sind wir irgendwann mal auf die Formnext und haben versucht, irgendwelche Leute anzusprechen und gesagt, hey, wir haben Granulat, wir würden gerne Filament machen. Was brauchen wir dafür? Wie funktioniert das? Also wir sind eigentlich vom B2B-Business. Also wir können in Krems ungefähr 1500 Tonnen Granulat produzieren im Jahr. Okay. Und diese 1500 Tonnen verkaufen wir an 50 Kunden. Also nur, dass du eine Idee hast. Ne? Da kommt halt jede Woche ein LKW, da werden 20 Tonnen Granulat aufgeladen, das geht weg, Rechnung geht raus, fertig. Ne? Und also es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, als halt dann Filament über einen Webshop zu verkaufen. Ja, also das, absolut. Wir mussten sehr viel lernen in sehr kurzer Zeit. Ihr habt vor allen Dingen, gefällt mir zum Beispiel mal gut im Vergleich zu anderen Herstellern, ihr habt eine Sache relativ schnell gelernt, dass ihr für eure Materialien sehr schöne Farben ausgesucht habt. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, überhaupt solche Farben zu machen? Also jetzt zum Beispiel das Astro Red oder das Astro Green oder so. Also Farben und Materialien sind, wir sind so in eine Blase reingekommen. Also wir haben unser erstes Produkt war PETG, weil wir eben gedacht haben, okay, es wird weit verbreitet, da kommen wir ziemlich schnell in den Markt. Da ist halt auch das Regal ziemlich breit, das heißt, das Angebot ist ziemlich groß und niemand hat auf uns gewartet. Ne? Das ist halt so der nächste Filamenthersteller. Und dann sind wir irgendwie mit unserem ABS, haben wir halt gesehen, lässt sich super verdrucken, warbt wenig, riecht wenig. Und dann sind wir halt irgendwo in diese Do-it-yourself-Druckerblase, also Varon, Rhetoric, was da alles so gibt, irgendwie reingerutscht. Und das ist dann aus der Community, also wir hatten so die ersten 3, 4 Farben, ne? Schwarz, Grau, dann haben wir diese Candy-Farben gemacht, Candy Red, also diese transparenten ABS-Farben. Und irgendwie ist dann aus der Community, sondern die ersten Rückmeldungen, hey, könnt ihr nicht Material mit Glitzer oder, also im Prinzip die ganze Materialentwicklung basiert aus Rückmeldungen aus der Community. Das heißt, das eine ist halt, am Anfang haben wir wirklich Filamentmuster geschickt bekommen und gesagt, hey, das Material gibt es nicht mehr, könnt ihr da irgendwas machen? Und dann haben wir uns halt ein bisschen an so diese neuen Industrial-Farben, die wir jetzt haben, da haben wir uns halt so an gängigen, ähnlichen Farben angehalten. Also Werkzeughersteller, Maschinenhersteller. Jetzt haben wir, es gibt ja einen österreichischen Hersteller von PC-Lüftern, die eine sehr schöne Farbkombination haben. Also wir machen da halt Farben, die da irgendwie gut dazu passen und das kommt eigentlich ganz gut an. Und wir haben halt da versucht, schon gut zuzuhören und eher uns das zu machen, was die Leute mögen. Und auch heute haben wir wieder gesehen, dass das ganz gut ankommt. Also so diese ganzen neuen Industrial-Farben sind heute auch
ziemlich gut weggegangen. Das habe ich gemerkt, ja. Also auf der Maker Faire hier in Hannover war ja direkt von Anfang an ein Riesenansturm. Da ist man ja kaum irgendwie durchgekommen. Ich meine, auch beim Raspberry Pi stand, da war auch ziemlich viel Andrang, weil das anscheinend also wirklich bei den Leuten gut ankommt. Also von daher schon mal Chapeau, da habt ihr schon mal direkt den richtigen Griff gemacht. Ich meine, die Materialien, wie du schon sagst, lassen sich auch gut verdrucken. Das ABSX ist mittlerweile eins von meinen Lieblingsmaterialien. Ihr habt aber jetzt nicht nur ABSX, ihr habt auch andere Materialien. Was habt ihr denn da noch im Angebot? Also wie gesagt, begonnen haben wir mit PETG, dann ist ABS gekommen, dann haben wir begonnen, ASA zu machen. Bei uns ist es halt immer so, bei uns bestimmt halt das Angebot, das Sortiment und nicht die Nachfrage. Das heißt, beim ASA ist es so, nachdem wir alle unsere Materialien aus industriellen Produktionsabfällen herstellen, kriegen wir ASA halt, sind Spritzgussabfälle aus der Automobil- oder Zulieferindustrie für Automotive. Das heißt, ja, die einzige Farbe in Automotive ist irgendwie schwarz. Deswegen gibt es bei uns halt nur schwarzes ASA. Und dann haben wir begonnen, uns mit Carbonfasern zu beschäftigen. Wir haben auch einen Anbieter, wo wir recycelte Carbonfasern bekommen. Das heißt, das sind quasi diese Prepregs, heißt es. Das heißt, diese Carbonfasermatten werden dann gelegt und dann mit einem Harz getränkt. Und die Abschnitte, die werden dann wieder pyrolysiert. Also dieses Harz wird quasi unter Vakuum verbrannt, dass nur mehr die Fasern da sind. Und die werden dann auf eine gewisse Länge geschnitten. Und die arbeiten wir dann in unsere Materialien ein. Begonnen wieder mit der PETG, also PETG-CF, war letztes Jahr im Oktober, meine ich, haben wir damit gestartet. Jetzt haben wir ASA mit Carbonfasern und es könnte sein, dass wir demnächst noch ein, zwei andere Materialien haben, wo dann Carbonfasern drinnen sind. Also eine unserer Filamentanlagen haben wir jetzt komplett umgerüstet auf verschleißgeschützt. Das heißt, so wie bei der Nozzle, beim Extruder, ist genauso in der Herstellung, also hat sehr hohen abrasiven Verschleiß. Und eine Anlage haben wir jetzt quasi umgerüstet, damit wir diese ganzen Carbonfasern dann auch gut arbeiten. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass das ja auch entsprechend dann an der Nozzle vom Extruder halt entsprechend dann auch da Probleme gibt. Genau, also am Zylinder, im Zylinderrohr und an der Schnecke ist, wenn die jetzt nicht gehärtet ist, doch sehr hoher mechanischer oder abrasiver Verschleiß. Heißt das, ihr fahrt da auch dann eventuell mit einer Diamantdüse, wie bei... Nee, es ist dann gehärtet, also entweder nitriert oder halt dann gehärtet. Genau, da gibt es dann verschiedene Stähle, die man dann extra Wärme behandeln kann und härten kann, damit der Verschleiß geringer ist. Und die Anlage, also eine Filamentanlage haben wir eben dementsprechend umgebaut. Das heißt, da kann man jetzt dann ein paar Kilo dann machen, ohne dass man gleich Schnecke und Zylinder tauschen muss. Jetzt habt ihr aber auch noch ein Material, was ich schon eine gewisse Zeit lang zu Hause liegen habe, nämlich PCTG. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was drüber gelesen, aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was das ist, was der Unterschied zu PETG ist. Ja, also PCTG ist quasi ein Verwandter von PETG, ist auch ein Polyester. Es hat halt nur, also PETG ist Polyethylenterephthalat mit Glykol und PCTG ist dann ein Polycyclohexer. Noch irgendwas mit Glykol. Okay. Im Prinzip ist ein langkettigeres Polyester, lässt sich ähnlich verdrucken wie PETG, hat den Vorteil, dass er deutlich bessere Leerhaftung hat. Es hat eine super Druckbetthaftung und es hat eine extrem hohe Schlagfestigkeit. Das heißt, für so Drohnenteile, RC-Cars, also alles, was irgendwo vielleicht eine kurzfristige mechanische Beanspruchung hat, hat das eine super hohe mechanische Festigkeit. Ist sehr gut chemikalienbeständig, also auch so wie PETG und es lässt sich auch mit jedem normalen Drucker ziemlich einfach verdrucken. Okay, ist es dann auch wie bei PETG, dass man da so eine Aversion miteinander hat? Also PLA und PETG ist ja... Verhält sich ähnlich, also alle guten oder schlechten Eigenschaften, die PETG so mit sich bringt, also auch, dass es halt sehr hygroskopisch ist, das heißt, es muss auch gut vorgetrocknet werden, ist, wie gesagt, im Prinzip so der große Bruder von PETG. Okay, cool. Jetzt habt ihr ja auch nochmal für die Leute, die nochmal ein bisschen was nachlesen wollen über bestimmte Materialien, auch nochmal auf eurer Webseite einen schönen Blog, wo ihr auch bestimmte Tests durchführt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und was macht ihr da alles in dem Blog? Was schreibt ihr da alles drin? Also grundsätzlich, sowohl im Blog als auch in unseren technischen Daten, versuchen wir heute alles, was irgendwo messbar ist, irgendwie zu messen und zu dokumentieren. Da ist halt eben wieder der Vorteil, dass wir durch das Entwickeln von Kunststoffmischungen diese ganzen Messapparaturen schon haben. Das heißt, wir können sowohl an spritzgegossenen Probekörpern
als auch an 3D-gedruckten Probekörpern, Zugversuch, Schlagversuch, Temperaturbelastungstests, das können wir alles bei uns machen. Macht ihr das in-house? Ja, genau. Okay, schon. Also wir machen das sowohl bei, wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln, machen wir quasi Benchmark-Tests mit Filamenten von gängigen Herstellern, dass wir wirklich, also nicht irgend so ein Datasheet-Comparison, wo man einfach zwei DIN A4-Zettel irgendwo aneinander legt und die Daten vergleicht, sondern wir machen gemessene Werte. Und auf unseren Datenblättern finden Sie ja immer die Messwerte von einem spritzgegossenen Probekörper, als auch von 3D-gedruckten Probekörpern, dass man auch eine Idee hat, wie der Unterschied zwischen den mechanischen Eigenschaften von 3D-gedruckten und spritzgegossenen Teilen ist. Ja, und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wir haben halt ein breites Portfolio an, sage ich, den gängigsten 3D-Druckern, die es momentan halt so irgendwo im Desktop-Bereich gibt. Mhm. Und da versuchen wir halt auf der einen Seite ist unsere Motivation, dass der Kunde eigentlich nichts ändern muss. Das heißt, wir probieren eigentlich zuerst, wenn wir ein neues Material haben, mit allen Druckern mal mit Generik-Einstellungen drucken zu können, weil wir jetzt nicht unbedingt der Verfechter sind, dass da für jedes Material da die 85. Version von irgendeinem Druckprofil gibt, sondern dass man halt wirklich die Erwartungshaltung von uns ist, dass unsere Kunden nicht merken, dass sie mit einem recycelten Material drucken oder mit Neuware. Und eigentlich funktioniert mit allen unseren Materialien, mit den generischen Einstellungen von den diversen Druckerherstellern, funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Und das kann ich bestätigen, ja. Sogar auf dem offenen Bauraum zum Teil, also bis zu einer gewissen Größe, dann habe ich auch ein gewisses Warping mit ABS. Aber das lässt sich echt gut drucken und man merkt nicht wirklich, dass das halt recyceltes Material ist. Und was wir auch merken, es ist halt sehr subjektiv, was ist jetzt ein gutes Profil. Ne? Ist es, also bei den einen ist halt wichtig, dass man schnell drucken kann, die anderen sagen, ich möchte aber eher schön. Und im Prinzip, wie gesagt, wenn man sagt, mit den generischen Einstellungen standardmäßig funktioniert das top. Und wenn man dann, logischerweise, man kann mit gewissen Materialien dann, also wir wissen, unser ABS lässt sich auch Highspeed ziemlich gut drucken, also auch mit hohen Volumengeschwindigkeiten. Aber wie gesagt, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es halt dann der Kompromiss zwischen schnell und schön irgendwann einmal... Das ist so eine Frage, die auch so ein bisschen, denke ich mal, die Community so ein bisschen anheizt oder sogar schon fast zum Teil, so ein bisschen auseinandergehen lässt, weil die einen sagen, ja, ich muss unbedingt auf Geschwindigkeit gehen. Wobei wir jetzt mittlerweile wissen, seit dem Video von Mpox, Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt diese 600 mm pro Sekunde. Ja. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, soll das Teil nicht nur gut aussehen, sondern vielleicht auch bestimmte mechanische Eigenschaften haben, dann ist Geschwindigkeit vielleicht genau das Schlimmste, was man machen kann beim Druckteil. Ja. Aber das finde ich gut, dass ihr da entsprechend drauf achtet, weil das ist das, was vielen Herstellern quasi egal ist, wenn sie ein Produkt veröffentlichen, leider Gottes, wo ich sagen muss, euer Material, ja, habe ich getestet, kann man wirklich gut auf den Standardeinstellungen auf egal welchem Drucker drucken. Ich habe auch schon ein paar zu Hause stehen. Das merkt man einfach, dass ihr da viel Arbeit reinsteckt in die Tests und alles. Ja. Bei uns ist ja auch so, wir sind ja quasi, also wir stellen ja unser eigenes Ausgangsmaterial auch selbst her. Das heißt, durch das, dass wir von den Abfällen bis zum fertigen Filament geht es dreimal durch einen Aufarbeitungsprozess, wo das aufgeschmolzen wird, wo es wieder granuliert wird, wo es aufgeschmolzen wird, wo es wieder granuliert wird, wo es aufgeschmolzen wird, wo wieder Filament draus gemacht wird und immer dazwischen und produktionsbegleitet gibt es eine Qualitätskontrolle. Das heißt, wir wissen eigentlich vom, wenn das Material bei uns reinkommt, das Ausgangsmaterial bis zum fertigen Filament, gibt es da mindestens drei Prüfprotokolle, wo dazwischen irgendetwas getestet wurde. Und ich denke mal, ich glaube, es gibt nicht viele, die das so abbilden können, wie wir das machen können in der Prozesskette. Jetzt erwische ich dich vielleicht auf dem kalten Fuß. Ja. Habt ihr die Daten auch digital verfügbar, dass man das irgendwie wie bei Prusa so ein bisschen verfügbar machen kann? Also wir haben es verfügbar, digital nicht. Mhm. Wir sind natürlich auch irgendwie noch im Wachstum. Bei uns wird das noch irgendwo ein bisschen DIN A4 und Excel. Mhm. Ich finde es gut, dass das gibt. Ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein Marketing-Gag, weil wenn es sich gut verdrucken lässt, ist mir eigentlich egal, wie die Kurve aussieht. Und wenn es nicht gut druckbar ist und die Kurve ist okay, dann merken die Kunden das schnell und kommen nicht mehr bei euch. Genau, dann hilft es auch nicht. Also, wie gesagt, wir haben im Prinzip vom Aufbau, wir haben die beiden Filamentanlagen, also alles mit Durchmesser, Ovalität, wir messen das. Wir haben auch Leute, die sich da wirklich gut auskennen damit. Der Vorteil ist, wir sind auch Kunststoffverarbeiter. Das heißt, und Filament ziehen ist Kunststoffverarbeitung. Ja. Das heißt, wir haben da, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Know-how bei uns im Haus, auch was das
betrifft, die Verfahrtstechnik. Mhm. Und ja, obwohl die Anlagen am Anfang, die wir hatten, irgendwie von der Stange waren, man kann das alles noch ein bisschen optimieren und muss man auch. Genau. Muss man auch. Aber ihr macht es richtig, das merkt man einfach an der Qualität vom Material. Jetzt habt ihr ja jetzt hier auf der Maker Faire auch verschiedene Sachen zum Beispiel mal ausgestellt. Gerade die Stealth Burner, Druckköpfe und sowas Richtung. Das ist sowas Markantes, was ich mit euch quasi in Verbindung bringe, wenn ich irgendwo von euch was sehe. Mhm. Also auch im Stammtisch von Chris und sowas Richtung. Wo kann man sich denn demnächst nochmal irgendwie von euch quasi die ganzen Farben nochmal vor Ort in Natura angucken, dass man sagt, okay, die Farbe gefällt mir jetzt gut. Also so wie ich jetzt heute quasi mit dem Lichtschwert da vor den einzelnen Farben gestanden habe und gesagt habe, okay, die Farbe gefällt mir. Ja, gute Frage. Also wir sind normalerweise jedes Jahr auf der Maker Faire in Hannover. Ansonsten ist ein bisschen schwierig. Wir haben, also es besteht die Möglichkeit, wenn man bei uns im Shop bestellt, gibt es ein Feld, wo man Notizen reinschreiben kann. Also wenn irgendjemand von einem gewissen Material ein Muster haben möchte, dann einfach dazu schreiben, bitte Sample von dies und das. Okay. Also wir haben 50 Gramm Samples, die wir auf der Messe zum Beispiel verteilen. Aber wenn jemand sagt, ich hätte gerne jetzt Industrial Türkis, würde ich gerne mal in Natura sehen, dann packt man 50 Gramm dazu bei einer Bestellung, ist überhaupt kein Thema. Ja, cool. Was wir nicht machen, weil es einfach administrativ ein zu großer Aufwand ist, dass wir Samples als eigenes Produkt verkaufen. Weil wenn irgendwer zwei Samples kauft, ist der Versand teurer als die Samples. Ja, natürlich. Aber wenn jemand irgendwas bestellt oder nachbestellt, irgendein Material und sagt, ich würde dieses Material gerne mal testen, einfach bitte kurze Nachricht schreiben und dann packen wir das dazu. Ja, das gibt auch irgendwo gibt's halt auch Grenzen, die man halt dann ein bisschen sich dran halten muss, das ist klar. Das heißt also, vormnächst wirst du wahrscheinlich wieder als Gast dann dabei sein? Als Gast bestimmt. Ich glaube, als Aussteller sind wir noch zu klein und das, es ist interessant, das zu sehen. Ich glaube, dass die Formnext da nach wie vor, obwohl als ich zwischen erster Formnext und letzten Jahr, es hat sich schon sehr gewandelt, ist schon sehr konsumerlastig geworden. Also es sind sehr viele Desktop-3D-Druckerhersteller schon, es sind sehr viele Filamenthersteller, es sind sehr viele Influencer und Content-Creator dort, was eigentlich ganz am Anfang überhaupt nicht war, weil es ja eigentlich doch sehr industrielastig war, die Messe. Richtig. Und die, ich glaube, die Halle 12 ist es, glaube ich, oder 11. 11 und 12, 11 und, also da ist ja eigentlich eh fast nur Desktop-3D-Druck und da tut sich, tut sich schon viel. Und man merkt es auch von den Besuchern her, also das Publikum im Vergleich zur ersten, also als ich das erste Mal bei der Formnext war, vor 3 Jahren, es hat sich schon sehr, sehr geändert. Also es ist schon sehr endkonsumentenlastig geworden. Habt ihr auch eigentlich für euer Material viele B2B-Kunden oder einige B2B-Kunden, wo ihr sagt, okay, wir bekommen da mehr Aufmerksamkeit? Ja, also speziell so das letzte halbe Jahr auch wieder durch Mundpropaganda. Mhm. Als wir mit der Nobufil gestartet sind, war eigentlich die Idee, dass unser USP, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema Recycling im Konsumerbereich ist dieses Regionale wichtig. Also wo kommt das Material her? Die Farben müssen geil sein, es muss sich gut verdrucken lassen. Speziell im B2B-Bereich ist dieses Nachhaltigkeitsthema aber komplett wichtig. Also dieser ganze ökologische Fußabdruck. Also wir können ja auch ganz genau berechnen, was ist CO2-Ersparnis von unserem Material in der Wertschöpfungskette. Und da gibt es halt schon sehr viele, teilweise auch große Unternehmen, die unser Material verwenden. Und da ist dieses Nachhaltigkeitsthema extrem groß. Also im B2B ist es wirklich, sind wir einfach aufgrund von diesem ökologischen Nachhaltigkeitsthema, Qualität muss passen, logischerweise. Aber da ist halt dieses Nachhaltigkeitsthema schon noch stärker präsent als jetzt im Konsumerbereich bei uns momentan. Okay, ja cool. Das heißt also nächstes Jahr wieder Maker Faire Hannover? Ja, auf alle Fälle. Okay. Schauen wir mal, was sonst noch tut. Wien wäre ja heuer gewesen im Oktober, ist leider ab... oder die Veranstaltung findet leider nicht statt, weil der Ausrichter irgendwie dann abgesprungen ist. Aber wir gehen gerne auf die Maker Faire. Für uns ist ja auf der einen Seite natürlich Marketing, auf der anderen Seite, wir sind ja auch mehr oder weniger Sponsor. Das heißt, durch unseren Beitrag, durch den Stand, den wir auf der Maker Faire haben, gegen Bezahlung, ermöglichen wir natürlich auch den... tragen wir einen Teil dazu bei, dass die Maker dort kostenlos ausstellen können. Und uns ist das Community-Engagement sehr wichtig. Das heißt, nächstes Jahr auf alle Fälle wieder dabei, mit Sicherheit. Cool. Ja, dann auf jeden Fall nächstes Jahr hier nach Hannover kommen.
den Link zur Webseite von Nobofil, also von der Make-up-Fair, findet ihr unten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao. Danke. Das war doch relativ kurz, entspannt. Ich hoffe, nicht zu unangenehm von den Fragen. Nö, alles gut. Also...